Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück hier bei Hitman Absolution, Alter. Absolutely. Ihr seht vielleicht, ich habe hier auch so eine neue Einblendung, direkt aus unserem neuen Kanalbanner. Und eine andere Sache ist auch wichtig für mich, wahrscheinlich völlig unwichtig für euch, und zwar, ich nehme das Ganze in einer anderen Auflösung auf, obwohl ich in 1080p spiele. Jetzt wird super interessant für euch, deswegen kürze ich es ab. Ich spiele in 1080p, nehme aber in 1152p auf, wodurch auf YouTube dann der 1440p Codec getriggert wird, wodurch das Bild besser ist. Funktioniert wahrscheinlich sowieso nicht. Ich kämpfe für uns alle. Verstehen Sie das denn nicht? Die Staatsanwaltschaft möchte ihre Forderung wiederholen, den Angeklagten zur psychiatrischen Untersuchung. Wir brauchen also. Oh, hallo, wie geht's denn so? Ganz gut, danke der Nachfrage. Wir brauchen also eine Uniform. Auf dem Klo findet sich meistens die Chance, sowas in Gang zu setzen. Die Frage ist halt, wo wir überhaupt hin müssen. Wegen der CDs sind Sie nicht angeklagt. Kein Wort von irgendwelchen CDs. Gehst du also mit den anderen Mädels zur Girls Night nächste Woche? Oh, nein, ich weiß nicht. Ich meine, sowas ist... Ich bin nicht... Gerichtsdiener können sich also frei bewegen. Deswegen bin ich der Anwalt und Sie nicht. Es ist nicht illegal, ein Auto auf der Straße zu lassen. Aber es ist illegal, etwas zu nehmen, was einem nicht gehört. Scheiße. Sehen Sie? Sie haben nichts... Ja, ich weiß. Ich weiß. Unschuldiger gekillt. Aber das ist mir jetzt völlig scheißegal, um ehrlich zu sein. Denn wir werden jetzt einfach gucken, dass wir schön als Gerichtsdiener unterwegs sind. Das war jetzt die beste Möglichkeit. Wahrscheinlich nicht die beste, aber es war eine Möglichkeit, da ranzukommen. Und da liegt nur eine Schrotflinte. Das ist immer das Ding. Ich finde im Level immer so viele geile Waffen. Und im Endeffekt darf ich die gar nicht nutzen. Oder sollte sie wahrscheinlich auch nicht nutzen. Genau wie diese Vase. Die brauchen wir doch niemals, Mann. Nehme ich sie mit? Ja. Problem ist, dass wir immer noch keine Schlüsselkarte haben. Im Security Room sind übelst viele Securities. Wer hätte das gedacht? Das ist der Neue, oder? Aus der Großstadt, richtig? Hallo, Sir. Hallo. Wir gehen mal nach oben, gucken, was da so Phase ist. Ist halt schwierig, weil hier alle irgendwie Bullen sind. Was liegt an? Der Mann in Schwarz. Sir, hätten Sie einen Moment Zeit? Hätte ich. Folg mir doch mal. Sir, haben Sie mich nicht verstanden? Doch, doch. Hey, hier ist die Polizei. Bleiben Sie, wo Sie sind. Oh.
Was ist nur wieder los, Alter? Was habe ich nur getan? Warte mal, der hat eine Mütze. Leute, so ein offenes Level wie das auf dem Maisfeld, sowas hat mir deutlich besser gefallen. Wir gucken mal, hier geht's ja auch noch rein, wo wir da hinkommen. Ins Damenklo. Die Frage ist ja, was wir hier wollen. Man kann hier rüber gucken. Schade, hätte man einen coolen Easter Egg verstecken können. Hier sind so viele Bullen, ich habe keine Ahnung, wie wir hier irgendwo durchkommen sollen. Polizisten, sorry. Zigarette geben. Entspann dich. Sag einfach die Wahrheit, dann passiert dir nichts. Ach, das sieht mein Anwalt aber ganz anders. Ich hab Geschichte. Sie dürfen hier nicht rein, Sir. Warum? Was haben Sie denn da drin? Ist ein UFO abgestürzt oder so? Ist es ein geheimes Regierungslabor? Sagen Sie nichts? Ein albtraumhafter Folterkeller, in dem Gefangene in einem Kampf um Leben und Tod gegeneinander antreten. Kommen Sie, Sie können es mir sagen. Machen Sie jetzt nichts Dummes. Verschwinden Sie. Okay, okay, schon gut. Mann, ich hab doch nur gefragt. Hey, schon besser. Legen Sie sich nicht mit uns an, sonst buchten wir Sie ein. Mich gezwungen, das zu tun. Das können die! Das klang mir nun aber verdächtig nach einem Geständnis, Mr. Hawk. Langweilig! Sehen Sie? Sehen Sie? Das war die UN! Das war die UN! Mr. Hawk, ich tue alles, was in meiner Macht steht, um Ihnen einen gerechten Prozess zu erzielen. Das ist so knapp. Ich versuche jetzt einfach reinzukommen. 5 Minuten, meine Damen und Herren. Tolle Ausrüstung. Ja, das ist überlastet. Die uralte Elektrik hier. Ist das da unten dieser Typ? Ich bin mir nicht sicher. Was macht er da? Ich hocke. Ich sag's ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was wir hier... John Turner. Ich rufe wegen dem Puppenhaus an, das Sie zu verkaufen haben. Was wir hier vorhaben? Wir gucken mal an die Aktien. In die Sheriff Akten. Skurky. Vermutlich hat Black Dexter ihm sein Amt verschafft, im Austausch für seine Loyalität. Alles klar, wir sollen erstmal einfach zu den Arrestzellen gelangen. Ich meine, wir haben jetzt erstmal für ein bisschen Ablenkung gesorgt. Also ehrlich, heterosexueller Anwalt bin, der rein zufällig Entspannung darin findet, alte Puppenhäuser zu sammeln und zu entsorgen. Kommt mir nicht bekannt vor. Oh komm! Sir, hätten Sie einen Moment Zeit? Hey, nicht weglaufen! Lassen Sie sich mal ansehen. Sir, Ihr Verhalten ist untragbar. Bitte hören Sie damit auf. Hey,
sich verkleidet. Ha! Da geht's auch rein. Das ist der Grund. Minute! Scheiß die Wand an. Okay, aber jetzt ist es hier sicher. Das war nämlich alles geplant von mir. Keiner von denen hat eine Sicherheitskarte, oder was? Das ist doch einfach nur schrecklich. Wer hat denn die Sicherheitskarte? Versucht ihr jetzt einfach nur aus dem Eingangsbereich hier rauszuziehen? Dann sollten wir mal überlegen, Alter, wie es hier weitergeht. Und sorry, dass ich euch eingangs genervt habe mit den... Das ist immer für mich total... Ich weiß, das gehört nicht zum Let's Play, aber es ist für mich... immer total cool, wenn ich irgendwas Neues rausfinde, wie ich hier vielleicht was verbessern kann, weil wir ja ganz anders aufnehmen, als wir es noch damals gemacht haben und so. So. Da hinten ist... Ah, da ist so ein Lüftungsschacht. Ich bin Polizei, lassen Sie mich durch. Es war doch voll easy. Was? Wir fangen gleich richtig an hier. Will hier keine Zeugen haben. So, erste Hilfe ist ganz gut, weil wir haben ein bisschen was abbekommen. Bei unserem geplanten Aufstand. Das ist ja alles geplant gewesen. Ein Schlagstock. So, und hier ist ein Lüftungsschacht. Durch den können wir eigentlich gleich durch. Liebe Jenny, ich versuche seit 14 Jahren, dir diesen Brief zu schreiben. Heute ist meine letzte Chance. Heute Nachmittag werde ich für meine Fehler mit meinem Leben bezahlen. Es ist nur gerecht. Du weißt es sicher, wenn du Zeitung liest. Du weißt von meinem Leben als Söldner und wie viel Leid ich verursacht habe. Das meiste davon stimmt. Ich sollte es alles bereuen. Ich sollte Angst vor dem Tod haben.
aber das habe ich nicht. Ich kann es nicht mehr. Das einzige Gefühl, das ich noch empfinde, ist Bedauern. Bedauern, dass ich dich nie kennenlernen werde. Du bist alles, was zählt. Es tut mir leid, dass ich das nie verstanden habe. Dein Vater, Kane. Ja, aber wer weiß, was er gemacht hat, Alter. Und als Söldner. So, und der Typ steht jetzt hier direkt davor, oder was? Na komm, mach hin. Das war's wert. Okay, was? Das Safe ist jetzt offen. Das war's wert, Leute. Die haben einfach auf den eingeschlagen. Nicht mit mir. Lief ein bisschen anders als gerade geplant. Aber nur ein bisschen. Komm und hol mich, Mann. Du hast keine Chance. Ich bin Profi. Ich sehe ihn. Holy smoly, Alter. Der Gefangene hat uns hier... STG 58 Elite und STG 58 austauschen? Keine Ahnung, wo da der Unterschied ist. Ich weiß nur eins. Wir müssen hier durch. Und die wissen lustigerweise nicht, was da unten gerade passiert ist. Genau das gleiche. Die Disk ist wie eine Kassette. Du legst sie einfach rein und... Oh oh.
Kümmern Sie sich! Oh fucking hell! Ich hätte auch einfach dran vorbeispazieren können. Aber ich konnte nicht, Leute. Ich wollte den Beweis haben. Und außerdem habe ich ein bisschen Energy getrunken und dann bin ich immer so angespannt. Wenn ihr auch angespannt seid und vor allen Dingen auch gespannt seid, wie es hier weitergeht, dann schaut auch in der nächsten Folge von Hitman. Oh shit, man. Wieder rein. Bis dahin. Mach's gut. Pass auf hinter dir. Da ist ein Mann mit einer Klaviersalte.